Donnerstagnachmittag, 16 Uhr in der Schweiz und in Berlin. Es ist Zeit für ein weiteres Space Café Germany von Andreas Schäfer. Wir möchten uns bei ESA Space Solutions und beim BDI, vor allem bei Matthias Wachter und Sarah Hillmann, für deren Unterstützung und die Zusammenarbeit an dieser Stelle herzlich bedanken. Und wir danken euch für euer Interesse und eure zahlreichen Rückmeldungen. Wir nehmen diese sehr ernst. Nur so können wir unsere Formate noch verbessern. Mein Name ist Chiara Münter. Ich bin die Eventkoordinatorin von Spacewatch Global und heute in der Ansagerolle. Ansonsten moderiere ich auch noch unser Space Café Benelux gemeinsam mit Vanuva Singhi. Spacewatch Global ist eine Online-Plattform mit Sitz in der Schweiz für Information rund um Raumfahrt und New Space sowie interaktive Formate für alle Weltraumbegeisterten und Profis wie euch. Viele von euch kennen auch unsere Website spacewatch.global, unsere zweiwöchentlichen und täglichen Newsletter und unsere Space Café Podcasts. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge auf allen großen Podcast-Plattformen. Und morgen gibt es tatsächlich eine neue Folge, diesmal mit Elodie Viau, Direktorin für Kommunikation bei der ESA. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Wir haben auch einen Fanshop, wo ihr uns aktiv unterstützen und wahre Spacewatcher werden könnt. Nun, bevor Andreas und Thorsten, unser Verleger von Spacewatch Global, den Dialog mit unseren Gästen aus der Politik führen, bitte ich Matthias Wachter vom BDI für eine kurze Einführung in unser heutiges Gespräch. Matthias. Chiara, vielen Dank. Ich möchte beginnen zunächst mit einem Dank an das gesamte Team von Spacewatch Global für die wirklich tolle Zusammenarbeit und die Möglichkeit, dieses tolle Format heute zu unterstützen. Wir arbeiten gerne mit Spacewatch Global zusammen. Das macht uns viel Spaß und toll, dass wir heute dieses Format hier haben. Besonders begrüßen möchte ich natürlich auch die Abgeordneten heute. Ich glaube, wir leben in wirklich spannenden Zeiten, nicht nur weil in ein paar Wochen Bundestagswahl ist, sondern weil technologisch wahnsinnig viel passiert. Wir werden als BDI immer gefragt, Moment, BDI, das ist doch der Bundesverband der deutschen Industrie. Wieso engagiert ihr euch eigentlich so stark für das Raumfahrtthema? Ihr macht doch eher so Automobilindustrie und andere Sachen. Und da kann ich antworten, die Zeiten haben sich geändert. Raumfahrt und New Space, also die zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt, ist für unser Land, für unsere Gesellschaft und vor allem für die gesamte deutsche Wirtschaft von ganz zentraler Bedeutung. Sie ist der Schlüssel für neue Technologien, für Innovationen, für Dinge wie autonomes Fahren, Industrie 4.0, Connectivity, datenbasierte Geschäftsmodelle. All das ist ohne New Space nicht mehr möglich und nicht mehr vorstellbar. Und deshalb ist New Space ein gesamtwirtschaftliches Thema. Und New Space ist aus unserer Sicht auch Teil der Lösung für den Klimawandel und kann da einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten. Es gibt tolle Unternehmen da draußen, die Waldbranderkennung aus dem All machen, die den Meeresspiegel messen, die gucken, was passiert mit den Polen, die genau beobachten, was passiert mit der Atmosphäre. Und diese Daten, die sind ungeheuer wichtig für entsprechende Maßnahmen und Dinge, die die Politik dann veranlasst. Also New Space ist Teil der Lösung für die globalen Herausforderungen. Wir sehen, dass vor allem kleine Satelliten dank der Miniaturisierung immer wichtiger werden. Es werden bis 2030 schätzungsweise 30.000 kleine Satelliten gelauncht. Und wir sind davon überzeugt, dass Deutschland geradezu prädestiniert ist aufgrund seiner industriellen Vergangenheit und seiner Innovationskraft und der vielen, vor allem Startups, die wir in diesem Bereich haben, dass wir in diesem Bereich ganz vorne mit dabei sein können und dabei sein sollten. Es geht letztlich darum, und das ist die Frage, die Politik beantworten muss in der nächsten Legislaturperiode, wollen wir eine neue integrierte New Space Wertschöpfungskette in Deutschland aufbauen? Wollen wir das haben, ja oder nein? Und ich glaube, wir haben alles, was es dafür benötigt. Wir haben Hersteller von Satelliten. Wir haben kleine Trägerraketen, sogenannte Micro-Launch. Wir haben mehrere davon in Deutschland. Wir
haben jetzt die Pläne für die Realisierung einer Startplattform in der Nordsee, wo diese kleinen Trägerraketen starten können. Und wir haben innovative Unternehmen, die vor allem datenbasierte Geschäftsmodelle darauf aufbauen. Und das muss man jetzt alles befördern, gemeinsam voranbringen. Und dann haben wir die seltene Chance in Deutschland, wo wir ganz oft drüber nachdenken, wie wir bestehende Wertschöpfungsketten erhalten, etwas Neues zu schaffen. Und das wäre auch mein Appell an die Politik, diese einmalige Chance jetzt zu nutzen. Und wenn Sie mich ganz konkret fragen, was ist zu tun, was muss die Politik tun? Drei Punkte. Punkt eins: Erstens, wir brauchen einen anderen Mindset. Raumfahrt ist nicht mehr ein Exoten- und Randthema, sondern Raumfahrt ist ein gesamtwirtschaftliches, gesamtgesellschaftliches Thema. Und so muss das die Politik auch behandeln. Das zweite ist Schaffung einer integrierten Wertschöpfungskette. Das müssen zuallererst die Unternehmen leisten, aber die Politik kann das befördern. Zum Beispiel durch Ankeraufträge, durch innovative Rahmenbedingungen. Wenn Sie sich anschauen, SpaceX hat 80% der Aufträge, sind amerikanische Regierungsaufträge. Die Bundesregierung im Vergleich, das nationale Budget beträgt nur 300 Millionen. Wir haben da noch den Anteil an der ESA, aber es ist zu wenig. Und der dritte Punkt, der leitet dann direkt über. Wir müssen mehr investieren. Wir müssen mehr privat investieren. Es passiert wahnsinnig viel im Moment, aber wir müssen auch mehr staatlich investieren. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wir haben ein nationales Programm, das sind 300 Millionen. Zum Vergleich, das französische sind etwa 750 Millionen. Und da geht es darum, die Innovationen und neuen Geschäftsmodelle für morgen, die zu unterstützen, die zu flankieren, nicht durch eine klassische Förderung über Projektanträge, sondern nach amerikanischem Vorbild über Ankeraufträge. Das wäre der richtige Ansatz. Und das erhoffen wir uns von der nächsten Bundesregierung, um New Space Made in Germany ganz nach vorne zu bringen. Ganz vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Matthias, für diese Einleitung. Und nun, Andreas und Thorsten, over to you. Vielen Dank, Chiara. Vielen Dank, Matthias Wachter. Danke auch für dieses durchaus flammende Plädoyer für New Space. Lassen Sie mich kurz begrüßen. Mein Name ist Andreas Schepers. Ich bin der Host und Gastgeber der Space Café Serie hier auf diesem Kanal bei Spacewatch Global. Vielleicht für die Zuhörer und auch unsere Teilnehmer der Diskussion heute ganz kurz ein Wort zu Spacewatch Global. Wir haben uns seit Jahren dem unabhängigen Raumfahrtjournalismus verschrieben. Wir sind, genau, und für dieses besondere Space Café haben wir uns Fachpolitiker der im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien eingeladen, um mit uns über die Zukunft der Raumfahrt in Deutschland und Europa zu diskutieren. Uns ist klar, dass wir nur einige wenige ausgewählte Themen zu diesem sehr komplexen, ja, Bereich der Raumfahrt heute anreißen können. Wir bedanken uns jetzt schon bei den ganzen Zuschauern, die uns zahlreiche Fragen im Vorfeld zugesandt haben. Wir werden all diese 50 Fragen sicherlich nicht heute komplett erörtern können, aber wir haben versucht, die zu thematisch zu clustern und zu gruppieren. Wir werden im Nachgang diese Fragen veröffentlichen, anonymisiert natürlich, einfach um zu zeigen, was Sie, unsere Zuschauer, wirklich bewegt, welche Fragen Sie an die Politik haben. So, wir können natürlich diese Themen, wie gesagt, nur anreißen, können aber in den zukünftigen Folgen oder Ausgaben vom Space Café sicherlich auf einzelne Aspekte nochmal zurückkommen. So, genau. Wir haben schon gerade von der Fahrradklingel gesprochen. Wir werden die Politiker, die ich gleich jetzt noch vorstelle, bitten, ihre Statements oder ihre Antworten kurz und knackig prägnant zu halten. Wir haben 2 Minuten pro Runde sozusagen vorgesehen. Und Thorsten hat eine Fahrradklingel, die wird ertönen und dann würden wir schon zum nächsten Gast rübergehen können. So. So viel nochmal zur Erläuterung. Lassen Sie mich jetzt bitte unsere Gäste vorstellen und wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir begrüßen als unsere Gäste Michael Gerdes von der SPD. Michael Gerdes kommt aus Nordrhein-Westfalen. Er ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Herr Gerdes, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Dann Klaus-Peter Wiltsch.
Herr Wilsch ist uns aus dem fahrenden Auto zugeschaltet. Herr Wilsch ist Mitglied im Ausschuss, jetzt habe ich gestolpert, Mitglied im Verteidigungsausschuss natürlich und seit 2009 ist er Vorsitzender der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt. Dann Dritter im Bunde ist Herr Reinhard Huben von der FDP, auch aus Nordrhein-Westfalen, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Auch Ihnen herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vierter im Bunde ist Dieter Janicek von den Grünen Bündnis 90 aus Bayern. Er ist Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Industriepolitik und digitale Wirtschaft sowie grüner Obmann im Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie im Ausschuss Digitale Agenda. Vielen Dank Ihnen vier, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über das Thema Raumfahrt zu sprechen. So, und für den Einstieg würde ich Sie gerne fragen wollen, welche Rolle spielt Raumfahrt in Deutschland für Ihre Partei? Also was steht wirklich in Ihrem Parteiprogramm? Was sind die Ziele, die Sie verfolgen? Und ich würde Herrn Gerdes bitten, anzufangen. Herr Gerdes, Ihre ersten 2 Minuten, bitte. Ja, zunächst muss ich klarstellen, ich bin Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, nur Stellvertretungsmitglied in Bildung und Forschung. Aber Sie haben recht, ich war da mal. Und deswegen liegt mir dieses Thema auch nach wie vor sehr am Herzen. Die Verknüpfung ist natürlich dann auch zwischen Arbeit und Soziales da. Sie haben mich ja gerade begrüßt als einen Menschen, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Und da sind wir ja gerade in einem großen Strukturwandel, wie ich glaube insgesamt in Deutschland, aber gerade hier besonders. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade der Bereich Luft- und Raumfahrt dann auch von meiner Partei auch deshalb stark unterstützt wird, weil wir auch da eine Transformation der Arbeitsplätze hinbekommen könnten. Sie haben in Ihrer Einführung vorhin gesagt, dass wir also autonomes Fahren und dergleichen dann hier mit Luft- und Raumfahrt verbinden. Ja, natürlich, das ist so, aber da steckt ja noch viel mehr hinter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr, den spurgebundenen Nahverkehr über Luft- und Raumfahrt steuern, kontrollieren, noch deutlicher wie jetzt auch. Ich bin sicher, dass wir damit die Wertschöpfungskette bis ins kleinste Detail ausfüllen können, dass wir Arbeitsplätze dann hier auch schaffen, indem wir die Anwendung viel mehr dann in den Vordergrund stellen. Und das Verständnis, was ich da zurzeit in der Bevölkerung sehe, ist da. Aber die fragen mich dann, was willst du? Luft- und Raumfahrt? Willst du Raketenflugzeuge bauen? Dann sage ich mal, Flugzeuge werden ja schon gebaut. Wir haben ein Unternehmen, der das hier ganz gut macht. Aber ich will die zivile Anwendung. Und da sehe ich ein großes Potenzial. Ein Beispiel habe ich ja gerade genannt. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und ja, Sie haben recht. Wir müssen Bundesaufträge als Anschub haben. Aber wir müssen auch zusehen, dass wir die Hochschulen hier in unserem Land, insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen, viel mehr aktivieren und in Hinsicht auf Klimawandel, auf Verkehrspolitik, auf Verkehrsprobleme, auf andere Anwendungsgebiete, die mir jetzt so spontan jetzt nicht einfallen, die hätte ich gerne dann auch hier mit der Luft- und Raumfahrt verbunden. Und ich glaube, da ist gerade auch innerhalb der SPD ein großes, ja, Verständnis dafür. Ich hoffe, dass ich unter den 2 Minuten geblieben bin jetzt. Es hat nicht geklingelt. Herzlichen Dank. Ja, wunderbar. Dank. Herr Huben, die gleiche Frage an Sie. Welche Rolle spielt Raumfahrt in Deutschland und in Europa für Ihre Partei? Wir haben das Thema Raumfahrt mit einem eigenen Beitrag auch in unserem Wahlprogramm ja aufgeführt. Das war keine Selbstverständlichkeit. Wir haben bei der FDP so ein A-Programm und B-Themen, die man auch noch spielt, weil man ja ein politischer Komplettanbieter ist. Aber wir haben das Thema Raumfahrt in das offizielle Wahlprogramm hineingehoben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass auch wirtschaftliche Zukunft durch Weltraum und Weltraumtechnik gefördert und entwickelt werden kann. Wir haben feststellen müssen in der letzten Legislaturperiode, dass die Bundesregierung die Dinge, die sie sich eigentlich vorgenommen hat beim Thema Weltraum, nicht hat umsetzen können oder wollen. Das wollen wir ändern. Wir kommen auf das Thema Weltraumgesetz ja später noch zu sprechen.
Das ist sicherlich ein Punkt. Und Herr Wachter, ein ewiger Mahner beim Thema Weltraum, hat es ja auch schon angesprochen. Wir haben eine Differenz, was die Ausgabenpolitik, die Haushaltspolitik angeht. Wir haben, das ist zu begrüßen, den europäischen Anteil, also ESA, die Mittel ja erhöht durch die aktuelle Bundesregierung. Den nationalen Anteil haben wir im Moment noch eingefroren. Und wir sind der festen Überzeugung, am Ende müssen es die Unternehmerinnen und Unternehmen richten. Aber ein stärkeres Engagement auch im nationalen Programm für Weltraumfahrt halten wir für dringend angebracht. Vielen Dank, Herr Huben. Auch Sie, offenbar unter den 2 Minuten. Ich nehme die Zeit Ich nicht. habe auf die Uhr geguckt, das ist ganz einfach. Das ist prima. Vielen Dank. Herr Janicek, auch Ihnen die Frage. Welche Rolle spielt Raumfahrt in Deutschland für Ihre Partei? Eine zunehmende Rolle. Wir haben das in unserem Grundsatzprogramm wie auch im Wahlprogramm verankert. Positionen zur Raumfahrt, die konstruktiv und neugierig sind, nicht unkritisch, weil wir denken, das Thema muss sich auch Richtung Nachhaltigkeit ausrichten und auch bestimmte Fragen sind zu stellen. Zum Beispiel beim Thema Weltraumschrott und wie kommen wir auch bei der Vermessung der Daten im Weltraum so voran, dass es eben nicht nur kommerziell, sondern auch gemeinwohlorientiert gedacht wird, das ganze Thema. Grundsätzlich, ich habe jetzt im Wahlkampf auch Firmen besucht, die Rocket Factory in Augsburg zum Beispiel aus dem Bereich New Space und bin schon längere Jahre unterwegs, bin ja auch zuständig in der Fraktion für das Thema. Also die Neugier ist groß, ich persönlich sowieso. Es ist natürlich immer auch die Frage, was macht man draus? Und das wird ja die spannende Diskussion, wie kommen wir also auf Augenhöhe mit den großen Playern in dieser Welt? Und gleichzeitig, wie schaffen wir das Thema aber auch so, dass wir daraus einen Nutzen stiften für die Menschen, die ja auch einen Nutzen möchten? Ja. Vielen Dank. Herr Wilsch, Ja, da auch frage ich an Sie die auch. Frage. Raumfahrt in Deutschland. Welche Rolle Da spielt frage das in der CDU? ich auch mal mit der Korrektur an. Also ich bin im Verteidigungsausschuss Stellvertreter und meine Hauptmitgliedschaft ist im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Dort bin ich der Berichterstatter der CDU für das Thema. Sonst war alles richtig. Wir haben das diesmal geschafft, das ins Regierungsprogramm hineinzubringen, die Raumfahrt. Wir sehen die globalen Herausforderungen, die wir durch eine weitsichtige und verlässliche Forschungs- und Innovationspolitik, denen wir damit begegnen müssen und durch exponentiell gewachsene Rechenleistungen und die globale Vernetzung erwarten wir technologische Durchbrüche im nächsten Jahrzehnt. Medizin, Ernährungsproduktion, Raumfahrt und Robotik. Wichtig ist uns dabei, und sind dabei, die Raumfahrt ist dafür auch essentiell. Wichtig ist uns dabei, dass Innovation, Technologie offen vorangetrieben werden, Potenziale Wissenschaft voll genutzt wird und wir das natürlich alles im Rahmen der üblichen ethischen Verantwortung tun. Aber es liegt jetzt vor allen Dingen auch daran, dass die Bürger, die Forscher, unsere Ingenieure, die Unternehmen die Chancen für intelligentes Wachstum nutzen und Lösungen für die großen Herausforderungen entwickeln und unterstützen. Wir wollen die Forschungsausgaben im Bruttoinlandsprodukt von Staat und Wirtschaft auf 3,5% vom BIP anheben. Und dazu haben wir auch schon konkrete Maßnahmen gemacht. Wir haben ja endlich jetzt in der vergangenen, in der ablaufenden Legislatur die steuerliche Forschungszulage durchgesetzt. Während der Corona-Krise verdoppelt und da haben wir uns vorgenommen, die Bemessungsgrundlage nochmals zu verdoppeln auf 8 Millionen pro Unternehmen. Das wird einen ordentlichen Schub für Innovationskraft bringen. Wir wollen unseren Ideen, die es gibt in allen, in Hochschulen, in Forschungsabteilungen, durch finanzielle Unterstützung auch zu Innovationen im Weltmaßstab weiterentwickeln und glauben, dass wir damit auch einen besonderen Blick auf unsere mittleren und kleinen Unternehmen legen müssen, denn die
wollen wir gerade in der Wachstumsphase besonders fördern. Da denken wir an ein Modell für Vorzugskapital, also Preferred Equity. An dieser Stelle muss ich Sie unterbrechen. Ich habe das kleine Glöckchen gehört. Das muss nächstes Mal ein bisschen prominenter und lauter kommen, Thorsten. Herr Wiltsch, vielen Dank. Ich habe es nicht gehört, tut mir leid. Sonst, genau, deswegen muss Herr Kriening da ein bisschen lauter klingeln in der nächsten Runde. Nein, aber herzlichen Dank für diese erste schnelle Runde. Ich glaube, wir haben durchaus raushören können, wie die einzelnen Parteien und Vertreter der Parteien dann das Thema Raumfahrt sehen und in der Bedeutung. Ich glaube, es gibt schon auch einen gewissen Konsens, dass Raumfahrt ein immer wichtigeres Thema wird, so wie Herr Wachter das vorhin ja ausgeführt hat. An dieser Stelle gebe ich zurück an meinen heutigen Co-Moderator und Herausgeber, Thorsten Krieling. Bitte, Thorsten, deine Runde. Danke. Dankeschön. Ja, vielen Dank für dieses Warm-up. Bevor wir nun auf konkrete Projekte und Bedürfnisse des deutschen Marktes kommen. Und wie gesagt, wir haben ja den Markt auch angefragt, was ihm am Herzen liegt. Lassen Sie mich mit einigen Fragen zur deutschen Weltraumstrategie. Ich meine, die aktuelle, Sie kennen sie alle, ist von 2010 zum deutschen Weltraumgesetz, was wir noch nicht haben, aber bereits im Koalitionsvertrag im aktuellen vorhanden ist, ja schon. Und natürlich auch zum nationalen Budget. Matthias hatte das vorhin ja angesprochen, einige Fragen stellen. Und ich werde sie im Blog stellen und ich überlasse es Ihnen, welche Teile Sie sich da rauspicken. Uns ist klar, dass diese 2 Minuten bei Weitem nicht den Raum geben, um das in Gänze zu erfüllen. Also die konkreten Fragen, wenn Ihre Partei an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein wird, immer das vorausgesetzt natürlich, wer wird sich um die Raumfahrt in Deutschland nach der Wahl kümmern? Nächste. Wann wird eine Weltraumstrategie fertiggestellt und wann können wir ein neues Weltraumgesetz verabschieden? Und wenn wir über das nationale Budget sprechen, wie wird dieses aufgestockt, um dem DLR-Raumfahrtmanagement halt den nötigen Spielraum, den finanziellen Spielraum für New Space und andere Vorhaben zu geben? Also um diesen Komplex würde ich gerne bitten, Antworten uns zukommen zu lassen. Und diesmal fangen wir, weil wir haben versucht, diese Reihenfolge auch entsprechend zu mischen, mit dem Herrn Wiltsch an. Also werden von mir jetzt keine konkreten Haushaltszusagen bekommen können. Dazu müssen wir auch wirklich erstmal abwarten, wie wir durch die Krise kommen. Wir haben jetzt 120 Milliarden inzwischen zur Verfügung gestellt, 40.000 aber für Kurzarbeit. Und das ist ja nun alles geliehenes Geld von unseren Kindern und Enkeln. Und es ist, glaube ich, fahrlässig jetzt, bevor man weiß, wie wir insgesamt durch die Corona-Krise kommen, irgendwelche einzelnen Haushaltsposten. Wir reden über die 270 Millionen für das deutsche Budget. Ich weiß das schon. Aber die Haushaltspolitik ist immer umfassend und kann man weder Koalitionsverhandlungen noch der Frage, was müssen wir im Haushalt insgesamt tun, hier vorgreifen. Sie können sich da auf mich persönlich verlassen, dass ich im Rahmen der Möglichkeiten immer für die Stärkung, das sage ich seit Jahren, des nationalen Programms spreche, weil es eine Disproportionalität gibt zwischen dem, was Frankreich, Italien tun beispielsweise und wir als größter Zeichner bei der ESA. Das ist alles schön und gut, wenn wir gut zeichnen bei der ESA, hilft da uns und Primes und auch Mittelständlern. Aber das muss auch unterfüttert sein durch ein nationales Programm, das genügend Projekte ermöglicht, die überhaupt erst zur Entwicklung von technologischen Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen erführt. Wir haben begonnen, die Geschichte mit den Micro-Launchern. Das ist ja ein innovativer Ansatz gewesen, der auch weiterverfolgt wird. Wir sehen also nicht nur die Großen dort, sondern gerade auch innovative neue Unternehmen, die den Markt da mit aufrollen werden. Und das muss alles ermöglicht, erleichtert und wenn es geht, auch entsprechend haushaltstechnisch stärker unterfüttert werden. Aber konkrete Festlegungen, wir haben völlig unseriös, die jetzt hier zu machen. Wir haben ja die Absicht, auch wieder
weiter zu regieren. Und da verbietet sich das, die Aussagen zu treffen, die man nachher vielleicht nicht wechseln kann, weil sich andere Interessen stärker durchsetzen. Vielen Dank. Ich sehe insgesamt, wenn ich das gerade noch sagen kann, ein etwas günstigeres Klima für Raumfahrt. Wenn ich überlege, als ich Berichterstattung hatte für den Einzelplanbindung und Forschung, da war die Kulmar-Ministerin, da waren Grüne wie auch SPD sehr skeptisch, weil sie immer die militärische Komponente bei Raumfahrt gesehen haben. Das ist, seit wir dann darüber erzählt haben, dass auch Klimamonitoring, Regenwaldmonitoring, all sowas eigentlich nur aus dem All geht, sehr viel entspannter inzwischen. Und da denke ich, kann man auch bei potenziellen Partnern, bei der FDP ohnehin Verständnis für Erfordernisse des der Raumfahrt gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Janicek, der gleiche Fragenkomplex an Sie. Vielleicht können Sie uns einen Blick so Richtung Strategie geben, weil Sie haben ja betont, die Themen, die für Sie wichtig sind an der Stelle. Ja, also das Weltraumgesetz haben wir ja durchaus sehnlichst erwartet jetzt in dieser Legislatur. Ich denke, wir brauchen eine Erneuerung, natürlich auch im europäischen Kontext, ist ja dann auf beiden Ebenen. Und da werden wir dann auch fleißig mitdiskutieren, bestimmte Fragen, Haftungsfragen, Fragen auch der Ressourcen im All etc. Auch die Fragen übrigens, welcher Masse wir Satelliten ins All schicken und was da möglich ist und was vielleicht auch in der Zukunft irgendwann mal nicht mehr möglich ist, werden da eine Rolle spielen. Grundsätzlich sind wir sehr offen, insbesondere gegenüber der New Space-Szene, aber auch sehen wir die Reformbestrebungen im DLR. Ich bin ja Oberpfaffenhofen, ist bei mir um die Ecke, also öfter mal auch vor Ort. Wie Herr Wilsch gesagt hat, seitdem eben dass die Trennung ein bisschen da ist zwischen militärischem Komplex und zivilen Nutzen und das nachvollziehbarer ist, auch ist auch die Annäherung, also ich sag mal, zwischen meiner Partei und dem Umfeld Raumfahrt besser geworden und durchaus sehr viel Neugier da, weil wir natürlich auch die Vermessung der Welt über Satellitendaten sehen und die Potenziale, aber natürlich auch die Missbrauchsmöglichkeiten, die sollten wir auch nicht kleinreden. Natürlich gibt es da auch eine militärische Komponente im All, auch eine Überwachungskomponente, aber ich bin ja jemand, der aus der Digitalpolitik auch kommt. Also ich sehe Daten in der Verwendung erstmal für eine große Chance, um auch viele Probleme auf der Welt zu lösen. Und mit dieser Haltung werden wir da rangehen. Haushaltstechnisch kann ich jetzt auch nicht viel zusagen, außer dass wir als Grüne von Anfang an gesagt haben, wir möchten Investitionen auch im Bereich der Wirtschaft, der Modernisierung vorantreiben. Die Schwäbische Hausfrau ist jetzt nicht unser Modell. Wir wollen nicht auf Teufel komm raus verschulden, aber wenn momentan wir ein Jahrzehnt haben, wo wir wirklich auch was reißen müssen, Richtung Klimaschutz zum Beispiel, dann können wir auch nicht sagen, wir haben jetzt kein Geld da. Also wir wollen da auf jeden Fall sehr offen sein, wo es um Modernisierungsinvestitionen geht. Vielen Dank, Herr Janicek. Herr Gerdes, der gleiche Komplex an Sie. Natürlich mit der Schwierigkeit hinterlegt, dass bei Ihnen ja gar nichts zum Thema Raumfahrt im Programm für die Wahl jetzt zu finden ist. So, vielleicht können Sie uns so in diese Strategie begleiten. Sie sind noch unmuted, so ich könnte jetzt noch weiterreden, aber ich möchte Ihnen ja das Feld gerne überlassen. Sind immer noch muted? Ja, ich bin da. Ich bin da. Ja. Das ist nicht ganz so einfach hier mit der Technik. Die Finger machen da nicht mit. Also ich will vielleicht nochmal auf Ihre Eingangsfrage kommen. Ich glaube nicht, dass wir ein eigenes Ministerium dafür schaffen werden. Das wäre jetzt ein bisschen unrealistisch. Aber ich glaube schon, dass wir uns in verschiedenen Arbeitsgruppen, auch quer durch die verschiedenen Ministerien, natürlich dann auch verständigen werden, ob das jetzt Wirtschaft, Forschung, Finanzen ist. Und auch auf Ihre Anmerkung jetzt, dass es nicht im Parteiprogramm steht. Wir wollten ganz bewusst ein Parteiprogramm nicht überfrachten, aber letztendlich haben wir uns mit dem Thema und befassen uns mit dem Thema auch im Hintergrund. Und das wird natürlich auch dann spätestens bei Koalitionsverhandlungen mit auf den Tisch kommen. Ich sehe aber durchaus, dass ähnlich wie Herr Wilsch, dass wir erst einmal den Haushalt uns betrachten müssen, erstmal einen Strich drunter machen, rechnen müssen. Und ob wir dann mehr, weniger oder gar kein Geld für die Luft- und Raumfahrt ausgeben werden, das muss man dann diskutieren. Aber gar kein Geld ist keine Option, das sage ich auch mal deutlich. Also ich möchte zumindest die Haushaltsmittel, die wir bisher da eingesetzt haben, in dieser Höhe halten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch mehr Mittel einsetzen können, um eben das nationale Programm dann auch weiter auf den Weg zu bringen. Aber sicherlich wird zu einer Betrachtung kommen, welche Projekte können und sollen wir noch fördern, mit welchen Anforderungen und mit welchen Chancen. Ich will ja ganz bewusst sagen, dass wir in den letzten Monaten ungewollt eine ganze Menge an Geld aufnehmen mussten,
Corona, Fluthilfe und der ganzen anderen Probleme, die noch auf uns zurollen werden. Aber letztendlich werden wir trotzdem für Luft- und Raumfahrt Geld ausgeben. Und ich glaube auch nicht wenig Geld ausgeben, weil es ist immer mehr Verständnis dafür da, für die zivile Nutzung eben noch mehr als für die militärische Nutzung, dass Luft- und Raumfahrt ein wichtiger Aspekt in unserem Leben sein wird. Und die positive Nutzung müssen wir eben noch mehr herausstellen. Das ist eben nicht nur die Beschäftigung, die dann im Vordergrund steht und die man dann überall auch sieht, wenn irgendwo Firmen sich ansiedeln, sondern man muss auch das sehen, was im Kleinen passiert. Nämlich zum Beispiel auch in der Medizintechnik beispielsweise, beim Klimaschutz, beim Klimawandel, bei der Klimabetrachtung. All das sind ja Aspekte, die uns vielleicht dann auch helfen können, so künftige, ja, ich sag mal, Ausgaben dann auch vielleicht nicht tätigen zu müssen, indem wir eben mehr in den Klimaschutz, mehr in den Katastrophenschutz, in der Abwendung von Katastrophen setzen können, wenn wir auch wissen, worüber wir reden. Und diese Akzeptanz ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, die wir jetzt auf den Weg bringen müssen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Eine Anmerkung, die wir auch gerade jetzt von unseren Zuhörern bekommen haben. Der Fokus auf die Raumfahrt wäre halt schön. Natürlich, wir wissen alle, Luft- und Raumfahrt wird immer in einem Atemzug genannt, aber Luftfahrt ist natürlich der größere Bereich und Raumfahrt so quasi die kleine Stieftochter davon eigentlich. Herr Huben, so, können Sie uns was zum Thema Strategie jetzt sagen, wann wir eine neuere Weltraumstrategie bekommen? Ja. Das war ja ein Teil davon und ich warte sehnsüchtig, dass mir einer eine Indikation gibt in diese Richtung. Also Sie hatten erstens gefragt, wer kümmert sich drum? Ich bin der Meinung, dass die Aufgaben weiterhin beim Wirtschaftsministerium bleiben sollten. Ich bin aber schon der Meinung, dass man überlegen kann in der nächsten Legislaturperiode, ob wir wegkommen von einem Beauftragten und vielleicht einen der parlamentarischen Staatssekretäre mit dem Thema fest verbinden, wie wir das ja mit anderen Themen machen. Ich finde es ungeschickt, wenn es europäische Gespräche gibt und dann gibt es eine Reihe von Ministern und nichts gegen Herrn Jalsombek, der steht dann daneben, da stimmt dann einfach, ich sage mal, die Wertigkeit von den Positionen, nicht von den Personen, sondern von den Positionen nicht. Ich glaube, da müssen wir auch was für die Außendarstellung tun. Zweitens, ja, Rainer Brüderle hat das letzte Strategiepapier eingebracht. Ich will nichts gegen meinen Parteifreund Rainer Brüderle sagen, aber nach 11 Jahren brauchen wir ein neues Konzept. Das müsste möglich sein, das in den ersten 2 Jahren der nächsten Legislaturperiode einzubringen. Und danach, wenn das geschehen und abgestimmt ist, bräuchten wir dann das Weltraumgesetz hinten dran. Also das müssten wir in 4 Jahren schaffen können. Drittens, nationales Budget. Da muss ich sagen, da sollten wir uns in der Debatte schon ein bisschen auch ehrlicher machen. Warum geben denn Frankreich und Italien auch so viel mehr Geld aus im nationalen Budget, weil es dann natürlich auch um militärtechnische Fragen geht. Und ich sage mal, nach der Erfahrung gerade der letzten Wochen in Kabul, wo wir festgestellt haben, dass wir als Bundesrepublik Deutschland noch nicht mehr in der Lage sind, unser eigenes Botschaftspersonal aus einem Land rauszuholen, müssen wir schon auch eine ehrliche Debatte darüber führen, wie wir auch Luft- und Weltraumtechnik militärisch in Zukunft nutzen müssen. So müssen sich SPD und Grüne auch mal darüber im Klaren werden, wie sie denn zur Drohnenfrage, das gehört jetzt nicht unbedingt hierhin, aber zur Drohnenfrage stehen. Und ich kann mir eigentlich bei den von Herrn Wilsch ja auch beschriebenen engen Rahmenbedingungen beim nächsten Haushalt gut vorstellen, dass wenn man aus Verteidigung was umleiten würde in Richtung Weltraum, wäre es auch nicht verkehrt. Herzlichen Dank. Wir haben diesen ganzen Verteidigungskomplex und Sicherheit im Weltraum heute aus der Fragerunde rausgenommen. Es liegt uns bei Spacewatch.global sehr am Herzen. Wir sind da halt auch sehr in dem Thema drin und würden gerne diese Gespräche auch im Nachgang fortsetzen. Vielen Dank jetzt für diese erste Runde. Ich gebe zurück an Andreas für die nächste Runde. Ich danke Ihnen vor allen Dingen auch für Ihre Disziplin. Ja, vielen Dank. Ich habe schon eine Menge gelernt, muss ich sagen. Immer mehr kommen für mich jedenfalls auch so ein bisschen die Unterschiede in den Positionen raus. Ich würde gerne mit Ihnen über den Themenkomplex New Space in Deutschland sprechen.
Auch hier fassen wir die am häufigsten gestellten Fragen zusammen. Und vielleicht, um nochmal das Umfeld klar zu machen, die neue, gestern erst aktualisierte Studie unserer Kollegin Maria Janko und Nina Starry von Capital Momentum listet aktuell 121 New Space Unternehmen in Deutschland. Diese Unternehmen verzeichnen Wachstum. Sie kriegen jetzt auch deutlich einfacher private Investitionen. 2021 deutet sich so an, wird ein erfolgreiches Jahr für die Branche. Und wir fragen uns so ein bisschen, wird die Politik auch einen Rahmen schaffen, dass das so bleibt, dass diese zarte Pflanze New Space auch weiter gedeihen kann? Eine konkrete Frage ist sicherlich, was können Sie, ne, die Politik, der politische Raum sozusagen, dafür tun, um Abwanderung von Unternehmen zu verhindern? Das ist etwas, was in der Vergangenheit durchaus passiert ist. Wir müssen aus Ihrer Sicht die politischen Rahmenbedingungen aussehen, damit eben New Space in Deutschland gedeihen kann. In dem Zusammenhang, die deutsche Industrie wirbt für die Errichtung eines deutschen Weltraumbahnhofs in der Nordsee. Da haben wir das gerade schon angesprochen worden. Sie verspricht sich davon wichtige Impulse für den New Space Sektor. Auch über die kleinen Satelliten haben wir gerade schon gesprochen. Auch in der Wissenschaft kommen Rufe nach politischer Unterstützung. Es gibt die Kleinsatelliteninitiative der deutschen Hochschulen. Die wünschen sich eine Priorisierung und Stärkung der Förderprogramme für Kleinsatellitenentwicklung an deutschen Hochschulen als festen Bestandteil des nationalen Raumfahrtprogramms. Das heißt, New Space als Thema mal dahingestellt und an Sie wieder die Bitte. Wie stehen Sie zu diesen genannten Punkten? Also Förderung, New Space, Ökosystem, Weltraumbahnhof, wenn Sie darauf eingehen können und möchten, und vielleicht konkret die Hochschulinitiative oder die Kleinsatelliteninitiative der Hochschulen. Und wir fangen an mit Herrn Huben, bitte. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine andere Kultur der Start-up-Finanzierung. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir, es gibt das sogenannte oder dänische Modell, eine Kombination von staatlicher Grundinvestition, andererseits aber der Möglichkeit der großen Kapitalsammelstellen wie Versicherungen und Pensionsfonds, Geld zur Verfügung zu stellen, auch für in Anführungszeichen risikoreichere Invest, sprich jeder Art von Startup. Ich glaube, das ist mal ein erster Weg, um Finanzierungsfragen in Deutschland für diese Ökonomie eben auch im Bereich New Space zu schaffen, dass eben diese guten Ideen auch entsprechend mit Kapital hinterlegt werden. Und dann ist, glaube ich, wenn wir noch was bei unserer Genehmigungskultur in Deutschland machen, Stichwort Digitalisierung, auch eine Abwanderung aus Deutschland nicht zwingend nötig. Ich glaube, es gibt schon auch Gründe, gute Gründe, in Deutschland zu bleiben. Sie haben gefragt nach dem Weltraumbahnhof. Da muss man sich natürlich intern die Frage stellen. Wir haben Startplätze in Europa. Es gibt ja zum Beispiel diesen Startplatz in Norwegen. Wo wollen wir das Geld ausgeben? Sie haben eben gesagt, wir wollen, wenn es möglich ist, das nationale Budget erhöhen. Wenn ich in der Alternative stehe, finanziere ich einen Weltraumbahnhof oder finanziere ich vielleicht das nationale Budget, dann würde ich tendenziell sagen, wäre das nationale Budget mir wichtiger als ein Weltraumbahnhof, der natürlich viel mehr Medienaufwallung bringt, aber im Grunde, wenn man dann 500 oder 800 Kilometer nach Norden fährt in Norwegen, dann was machen kann, ist dann vielleicht sinnvoller. Und ja, in den Kleinsatelliten steckt technologisch unheimlich viel Musik drin und wir müssen besser werden in der Verknüpfung zwischen Industrie, Forschung und Universitäten, um Technologien, und das sind eben dann nicht nur Kleinsatelliten, das gilt genauso für Biotechnologie, Medizintechnik und, oder auch der klassische Maschinenbau, das müssen wir verbessern,
Denn wie gesagt, wir können nur von den Ideen der Menschen, die in diesem Land leben, und nicht von irgendwelchen Gold- oder Ölvorkommen, die unter unseren Füßen sind. Herr Huben, vielen Dank. Die gleiche Frage, gleicher Themenkomplex, bitte an Herrn Gerbes, Herr Gerdes, Entschuldigung. Ja, also erstmal finde ich das sehr positiv, dass ja 121 neue Unternehmen sich gegründet haben, mal zu denen, die sowieso schon hier vor Ort sind. Das zeigt doch, dass die politischen Rahmenbedingungen jetzt nicht katastrophal sein können. Aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen politische Rahmenbedingungen schaffen, um eben Abwanderung zu verhindern. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht auch im Rahmen von Steuererleichterungen in der Gründerphase macht oder auch durch Kapitalabsicherung, Risikokapitalabsicherung. Ich habe mir mal Silicon Valley angucken können und habe festgestellt, die kochen eigentlich auch nur mit Wasser, aber die haben eine andere Strategie beziehungsweise eine andere Philosophie, die dahinter steckt. Und da sind wir in Deutschland leider noch ein bisschen von entfernt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir über Förderprogramme Hochschulen mit in die Unternehmen holen, beziehungsweise Studenten animieren, sich neben dem Studium vielleicht dann schon der Forschung, der Entwicklung, ob staatlich oder privat finanziert, dann ebenfalls widmen können und da eben dann auch Unternehmen mit reinholen, die die Forschung, die Technik und die Anwendung dann mit unterstützen und dann eben auch Gründerkapital oder Kapital überhaupt zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist eine der Dinge, die uns dann eben von Silicon Valley beispielsweise unterscheidet, obwohl die jetzt nicht direkt mit Luft- und Raumfahrt zu tun haben. Ich will nur die Strategie mal nochmal darlegen, die dahinter steckt. Und da müssen wir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen mehr für tun. Wenn Sie in Deutschland einmal pleite gegangen sind, kommen zur Bank, dann sagen die, nee, du bist pleite gegangen, also jetzt nicht mehr. In USA, da geht man eher davon aus, oh, du bist pleite gegangen, dann hast du aus deinen Fehlern gelernt, ne? Dann geben wir dir nochmal Geld. Ich will jetzt nicht USA als den Star unter den Wirtschaftsförderern darstellen, aber das ist mir damals da so aufgefallen. Was den Weltraumbahnhof angeht, ich glaube, das ist der zweite Schritt. Wir sollten überlegen, brauchen wir einen Weltraumbahnhof aus Prestigegründen oder weil er notwendig ist. Und ich kann das jetzt nicht von hier aus beurteilen, ob es jetzt dringend notwendig ist, einen eigenen Weltraumbahnhof zu schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das durchaus noch im Europäischen Verbund ganz gut hinbekommen. Und irgendwann vielleicht dann doch mal in der Situation sind, wenn sich die Lage geändert hat und mehr Nutzung da ist, dass man dann darüber nachdenkt, aber jetzt nicht das Geld jetzt auch mal für einen Weltraumbahnhof hier dann bereitstellen muss. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Kapitallage im Haushalt dann eventuell sein wird. Herzlichen Dank. Herr Wilsch. Ja, ich hab mich nur erst laut schalten müssen. Ich hatte ja einen Punkt schon angesprochen, vorhin in meinem ersten Statement, nämlich die Frage Preferred Capital als Modell, Vorzugskapital für die Wachstumsphase bei Startups zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja wirklich Neuland beschritten bei dem Thema Micro-Launcher, mit diesem Pitch, wo die drei Companies dann Geld bekommen haben, um weiter parallel zu laufen und den Besten dann sozusagen auf den Markt zu bringen dort. Solange wir die Unwucht haben und ob wir die beseitigen können, wissen wir noch nicht zwischen ESA und nationalen Programmen, ist es natürlich erforderlich, dass wir staatlichen Zugang auch für Startups zu allen ESA- und EU-Programmen gewähren, denn das ist dann eben unser großer Markt sozusagen, den wir dort zu offerieren haben. Und das sollte sowohl in den klassischen ESA-Programmen als auch in Dingen, die da unter Zukunftsfonds dann vielleicht laufen, ermöglicht werden, um einfach hier Platz zu schaffen für neue Akteure. Wir wollen, dass dieses New Space Ökosystem sich entwickelt und sind uns darüber im Klaren, dass wir dafür Rahmenbedingungen eben setzen müssen. Ich sag mal, mit Blick aufs Weltraumgesetz haben wir dies mal nicht hingekriegt in der Legislatur, waren noch ein Haufen andere Themen. Und das, naja, ich habe es nicht unbedingt furchtbar bedauert, weil ich immer die Sorge habe, dass wir bei zu früher Regulierung von irgendwelchen Bereichen Entwicklungen noch abschneiden, durch unsere deutsche Eigenart möglichst detailliert und genau zu regeln. Also wir werden darauf achten müssen, dass wir hier
auch bei dem neuen Weltraumgesetz Regelungen auf einen unverzichtbaren Grundbestand, notwendiger Grundbestand zu beschränken, um nicht Belastungen bürokratischer und finanzieller Art zusätzlich für den sich entwickelnden Bereich dort damit aufzurichten. Es ist insgesamt natürlich eine schwierige Kiste. Sie müssen ja bei solchen internationalen Verträgen und Gesetzen dann auch schauen, wie das letztlich durchsetzbar ist. Und dafür brauchen Sie den Goodwill von allen Beteiligten. Ich weiß, dass die Luxemburger da einen riesen Hammer gemacht haben, ja, mit dem kleinen Herzogtum, da kann man das machen. Wenn sie sich in Luxemburg lizenzieren, dann dürfen sie unbeschränkt Mining betreiben im All. Also, das ist natürlich locker mal so dahergesagt, aber ändert nichts an der Haftung auch, die ja gegenwärtig nach aktuellem Weltraumvertrag den Ländern obliegt, auch für nichtstaatliche Aktivitäten, die aus den entsprechenden Ländern ausgehen. Das ist nicht nur die Registrierungspflicht, die ganz wichtig ist, wenn wir zukünftig Space Debris vermeiden wollen oder Regularien dafür hinbekommen wollen, dass wir uns nicht gegenseitig gefährden dort oben. Aber Herr Wilsch, ich muss ich hab's geklingelt, ich mache den Satz gerade noch zu Ende. Alles klar. Aber ich glaube schon, dass wir mit einer schlanken Regulierung, die auch nicht Pickel kriegt, wenn wir auch über militärische Nutzung reden, denn sonst kriegen wir nicht genügend Länder zusammen, die relevant sind. Jetzt sind wir, glaube ich, am richtigen Weg. Danke. Herr Wilsch, herzlichen Dank. Herr Janischek, bitte. Gleiches Thema. Ja, wir haben ja die Herausforderung in Europa, dass wir einen Markt haben mit der ESA und mit Airbus und mit UAB, der schon sehr geprägt ist von einer Struktur, die kompliziert ist, die von Großen dominiert ist, sicherlich eine Leistungskraft auch symbolisiert und trägt, aber diese neuen Herausforderungen, die lautet ja letztlich seine Kostenfrage. Also wie kriege ich einen kleinen Satelliten möglichst günstig ins All und damit Anwendungsgebiete, die ich dann sehr gut nutzen kann. Und da ist SpaceX die Antwort gewesen in den letzten Jahren und auf das, was die Ariane 6 sozusagen bietet. Und also ökonomisch gesehen ist klar, wer gewonnen hat. Ja. Also ist da die ganze New Space-Szene ja auch in diesem Kontext zu sehen, die europäische und deutsche Raumfahrtindustrie zu erneuern. Und das heißt zum einen natürlich die Finance-Fragen. Also wir haben keinen Ankerfonds wie Norwegen, wo wir sozusagen mit den Milliarden sozusagen nur so prassen können, um strategische Ziele zu erreichen. Aber wir haben immer einen Hightech-Gründerfonds jetzt in Deutschland, der ja auch aufgebaut worden ist. Also ist auch einiges passiert. Das Problem ist, glaube ich, auch nicht die Erstgründung, sondern dann in der zweiten, dritten Runde dann mal richtig hochzukommen. Hört man zumindest immer wieder bei den Unternehmen, dass sie da auch scheitern oder zumindest sagen, das ist schwierig und dann gehen sie vielleicht woanders hin. Weltraum, Microlauncher, Start in Deutschland, bin ich prinzipiell offen, haben wir nicht abgeschlossen diskutiert in der Fraktion. Natürlich muss man am Ende die Frage stellen, wie erhoben, also wir müssen ja europäisch denken, wir brauchen jetzt nicht fünf in Europa. Am Ende muss man sich einigen, was rauskommt. Und ob das die Nordsee ist oder Norwegen, ist ja dann auch am Ende vielleicht nicht entscheidend, aber dass wir einen gut treten, einen zu haben, sage ich mal, das sehe ich ganz genauso, ja. Gut, und was war noch eine Frage von Ihnen? Finance, ich glaube, das war so das Wesentliche. Also wir sind da sehr offen und was die Ziele angeht, also was so Sachen wie Weltraum, Tourismus und so, da kommen sie natürlich mit uns jetzt nicht unbedingt umher, dass dann reiche Leute ganz viel rausblasen und dann die Mesosphäre beschädigen, das wollen wir nicht, ja. Genau, das ist auch weniger das Geschäft, glaube ich, der deutschen Raumfahrtindustrie bislang. Herr Janicek, vielen Dank. Damit wäre dieser Themenblock abgeschlossen und ich würde das Wort jetzt wieder zurück zu Thorsten geben. Ja, vielen Dank. Sehr spannende Runde. Der Fairness halber sage ich Ihnen jetzt einfach vorher mal die Reihenfolge, wie Sie jetzt drankommen. Dann gibt es dann einfach auch ein bisschen mehr Zeit im Kopf, sich so die Sachen zurechtzulegen. Also Herr Janicek, der Herr Wilsch, der Herr Huben und dann Herr Gerdes jetzt in dieser Runde. Und diesmal würde ich gerne zu dem Thema von Ihnen mehr zu den Themen Nachhaltigkeit und Weltraum erfahren, wie Sie sich das vorstellen. Und die G7-Staaten haben sich ja in Cornwall, also auch mit unserer Kanzlerin, auf einen Fokus im Bereich Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit im Weltraum verständigt. Aber wie sieht das für Deutschland konkret aus? Wo spielen wir da mit? Also
Die konkreten Fragen, wie sollen Umweltschutz- und Sicherheitsaspekte im deutschen Gesetz berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf Kollisionsvermeidung in diesem Moment und Vermeidung und Beseitigung von Weltraummüll. Auch zur Verfeinerung dieses Komplex, wie wollen Sie Sicherheit im Weltall schaffen, ohne dass die ganze Raumfahrt unter dem Primat militärischen Denkens und Handelns gestellt wird? So. Nicht ganz einfach, ist mir klar. Deswegen würde ich jetzt langsam überleiten an den Herrn Janicek für die erste Antwort. Das sind sehr gute Fragen, die in der Tat nicht leicht zu beantworten sind. Ich war vor einigen Jahren mal beim US-Militär in einer unterirdischen Anlage und da haben die ein Bild gezeigt, sozusagen von der, vom Weltraum um die Erde herum und auch die Teile, die sozusagen Elektroschrott bereits dort unterwegs sind, da reden wir ja von Tausenden und es wird nicht weniger. Und die steuern da auf ein Problem zu oder sind schon mitten in einem Problem da. Das heißt nicht, dass nichts mehr geht, aber man muss es zur Kenntnis nehmen. Natürlich hat das All auch verschiedene Abstände, wo man dann auch manches hinschieben kann und manches nicht, und manches verglüht. So wie ich das technisch verstehe, aber zu sagen, das Wachstum sei im All unbegrenzt, ist eben nicht richtig. Es ist eben auch begrenzt, wenn man nicht entsprechend von vornherein auch Grundlagen schafft. Das Gleiche gilt für Asteroid Mining. Also die Ideen klingen ja erstmal futuristisch und spannend, aber die Frage ist, was heißt das eigentlich in der Klimabilanz und was ist da eigentlich für ein Gedanke dahinter? So, muss ich da jetzt schon regulieren? Wahrscheinlich nicht, weil ja noch nicht viel passiert in dem Bereich. Aber es könnte der Zeitpunkt kommen, wo ich mir darüber Gedanken machen muss. Jetzt komme ich mal auf die positiven Sachen. Das sind natürlich die Geschäftsmodelle, die möglich sind mit den Daten, die wir erheben aus dem All, über Kleinstsatelliten beispielsweise, aber auch mit der Ariane 6. Und da ist natürlich die Frage des Monitorings, der Klimakatastrophe, die wir leider erleben, schon relevant, weil wir mit den Daten bessere Prognostizierbarkeit des Wetters beispielsweise vor Ort, das ist nicht nur für die Landwirtschaft, Veranstaltungsmanagement, Katastrophenmanagement etc. eine große Rolle spielen kann, aber natürlich auch für die Frage der Einhaltung von Klimazielen. Es wird ja die Diskussion kommen, welche Länder bringen welchen Beitrag. Und die Messung des Ganzen ist halt aus dem All deutlich leichter als mit den Zusagen von Einzelakteuren an Land. Ja. So, und das sind eine ganze Reihe von Potenzialen. Und die Forschungsgemeinschaft ist da scharf, das weiß ich. Die wollen da, und auch im DLR habe ich schon viele kennengelernt, die da sagen, gibt es Arbeitsgruppen, lass uns dieses und jenes machen. Also meine Antwort wäre jetzt am Schluss zu sagen, wir brauchen letztlich so eine Öko-Raumfahrtstrategie, die jetzt nicht nur, die Raumfahrt hat auch andere Ziele, ist mir klar, die aber sehr klar benennt, wo müssen wir forschen, Anwendungen entwickeln, auch Entscheidungen treffen, auch was die Nutzung von Daten im Inland angeht, den Zugang zu Daten, damit da eine Strategie draus wird, die das Gemeinwohl, den Klimaschutz dient. Ja, danke. Vielen Dank, Herr Janicek. Herr Wiltsch, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Weltraummüll, Militär. Also vieles, wo wir heute auf vagen Annahmen nur arbeiten, kann halt erhärtet werden durch eine Kenntnislage, die wir aus der Arbeit über Satelliten gewinnen können, aus den Daten, die wir über Satelliten gewinnen können. Und deshalb ist das natürlich sehr, sehr wünschenswerter Beitrag, dass wir uns stärker an eine wirkliche Prognosefähigkeit, was Wetterentwicklung konkret anbelangt, frühzeitige Warnungen und Ähnliches annähern. Das Zweite, dass wir auch Potenziale richtig einschätzen, richtig erheben und deren Veränderungen identifizieren. Biomasse-Messung, was wir ja jetzt mit Terrasar und so weiter ohne Probleme bis in Tiefen von Meter unter Grund messen können und auch wirklich dann mit objektivierbaren Daten arbeiten und nicht nur mit Annahmen. Dass das einen Zusammenhang hat mit Verteidigung, da habe ich natürlich vorhin schon drüber gesprochen. Wenn wir überlegen, Aufgabe, ernähre die Welt mit 10 Milliarden Menschen. Das wird nicht ohne intelligentes Farming gehen und das wird natürlich Unterstützung aus dem All, datenbasierte Unterstützung brauchen. Und das wird dann aber auch sofort ein Angriffspunkt, wenn der Gegner sagt, wenn die nichts mehr zu essen haben, dann gibt es einen Aufstand dort, dann muss er die richtigen Satelliten ausschalten und wir sind dann
stehen dann im kurzen Röckchen da, wenn wir uns da nicht verteidigen können. Deshalb muss man das zwangsläufig mitdenken. Natürlich, solange einer den ganzen Schrott, den Janicek angesprochen hat, der Kollege Janicek angesprochen hat, den gibt es da zu einem großen Teil, weil die Chinesen und die Inder einfach mal zeigen wollten, was wir eine Antisatellitenfähigkeit haben und da einen hochgeschossen haben und gleich drauf mit einer Antisatellitenwaffe zu treffen und eine erfolgreiche Show of Force hingelegt haben, die aber zu den unerwünschten Nebeneffekten mit massenhaften Space Debris Partikeln, die groß genug sind, um andere zu gefährden, dort verbunden waren. Und das zeigt einfach, dass wir auch in dieser Liga mitspielen können müssen. Das ist, wie ich eben schon sagte, auch Voraussetzung dafür, um überhaupt zu internationalen Konventionen kommen zu können. Denn wir haben ja keine internationale Streitmacht, die etwas durchsetzen könnte an Recht. Das geht nur, wenn wir uns gegenseitig committen zu irgendetwas. Und sozusagen in Deutschland ist es unanständig, wenn im Raum auch über militärische Nutzung nachgedacht wird. Das wird uns nicht weit bringen, das ist vielleicht gut fürs persönliche Gewissen, aber mehr auch nicht. Herzlichen Dank. Herr Huben, zu Ihnen. Ja, Weltraummüll ist ein genau. Weltraummüll ist ja ein bekanntes Problem. Es gibt diesen sogenannten oder Kessler-Effekt ja auch noch, dass dann unter Umständen Kleinteile gegeneinander fliegen und dann noch kleiner werden und es noch mehr Müll gibt. Wir wissen ja, dass die DLR ich nenne das jetzt mal so etwas untechnisch, Staubsauger-Satelliten arbeitet, dass man also auch wieder Müll einsammeln kann. Die entscheidende Frage ist, wer bezahlt es? Und wenn man da nicht zum Verursacherprinzip kommt, und da sind natürlich die USA und Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion am meisten in der Verantwortung. Wenn die nicht bezahlen, dann wird das schwierig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es technisch lösen können, über kurz oder lang. Und wir müssen halt Regelungen finden und auch Finanzierungsmodelle, dass eben der Weltraum entsprechend gesäubert wird, weil wir sonst wirklich das Problem von Kollisionen und Schäden in größerem Umfang haben, den wir ja auch schon erlebt haben. Es ist ja nicht so, dass es noch nie passiert ist. Es sind ja, ich glaube, die ISS ist ja auch getroffen worden von einem größeren Teil mal. Also ich glaube, das haben wir alle auf dem Schirm. Die Frage ist da wirklich, wer es am Ende bezahlt. Und ja, die Frage des Primats des Militärischen im Weltall. Wir haben ja nun schon eine Entscheidung der NATO, dass bei Angriffen auf Satelliten durchaus nach Artikel 5 der Bündnisfall ausgerufen werden kann. Also da sind wir jetzt hier in der Debatte meiner Meinung nach schon ein bisschen hinterher. Wir haben uns ja darüber gefreut, wie wichtig Satellitentechnik ist. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, wie abhängig wir inzwischen auch von Satellitentechnik sind. Und wenn zum Beispiel die gesamte Energiesteuerung, also die Steuerung von Stromnetzen, Kraftwerken, zum Teil von einer vernünftigen Kommunikation über Satelliten abhängen, ich rede gar nicht von so Kleinigkeiten wie GPS, dann kann das zu einem Schwachpunkt der Verteidigung werden und dann ist es ein militärisches Problem. Herzlichen Dank. Herr Gerdes. Ja, es ist schon einiges gesagt worden, auch zur Sicherheit im Weltall. Und wir müssen jetzt mal einfach festhalten, der Weltraum ist halt eben nicht unendlich. Das sehen wir gerade im Bereich von Müllvermeidung, weil sich da eine ganze Menge in einem bestimmten Bereich tummelt, den wir in den letzten Jahren, ich sage jetzt einfach mal so, sich selbst überlassen haben. Keiner hat sich bei der Produktion oder beim Verbringen im Weltraum im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was passiert mit dem Schrott. Und jetzt stellt man fest, es ist immer mehr und mehr Schrott da. Und von daher denke ich, muss man mal drüber nachdenken. Das wird jetzt vielleicht auch eine provokante Feststellung von mir sein, ob man so etwas wie eine Weltraumsteuer einführt, damit man die Bezahlung auch des Schrotts dann da wegbekommt, bevor man sich da
ganze Zeit erstmal darüber streitet, wer ist denn dafür zuständig? Sind es die Russen, sind es die Amerikaner, sind es die Europäer? Ich glaube, letztendlich haben wir jetzt schon so viel da oben verbracht, dass, Herr Ruben hat es ja gerade gesagt, da auch tatsächlich schon Gefährdung für unsere Satelliten, für unsere Raumstation ist. Was die Nachhaltigkeit angeht, ich glaube, da haben wir gerade, jetzt komme ich mal zur Luftfahrt, doch in den letzten Jahren einiges auf den Weg gebracht, wenn man sieht, wie antriebsärmere und Lärm oder Antriebe, die Lärm- und Verbrauchsreduzierter auf den Weg gebracht worden sind. Wie wir im Moment darüber nachdenken, mit Wasserstoff oder mit Biofuels oder auch mit Solar Flugzeuge betreiben können. Und das sind Dinge, die ich auch dann zur Nachhaltigkeit dann eben mitzähle. Auf weiter Sicht muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie kriegen wir denn internationale Regeln umgesetzt im Weltraum? Ich will jetzt nicht davon reden, dass wir eine militärische Vereinigung wie die NATO oder sowas hinbekommen, aber man muss schon darüber nachdenken, wie kriegen wir internationale Regeln, Gesetze auf dem Weg und wer ist dann dafür letztendlich auch für die Einhaltung dieser Gesetze dann zuständig? Gibt es dann einen internationalen Raumfahrtsgerichtshof oder dergleichen? Also ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren auch in der Politik noch ganz viel dicke Bretter zu bohren. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns da miteinander erstmal innerhalb Deutschlands mit den verschiedenen Parteien communiten, aber vor allen Dingen auch, wie es dann international sich dann begeben wird. Wer hat dann den Hut auf? Also das wird eine spannende Diskussion, die wir in den nächsten Jahrzehnten sicherlich noch führen werden. Vielen Dank. Ich möchte an der Stelle auch erwähnen, dass wir natürlich sehr eng darüber berichtet haben, wie Deutschland sich auch eingebracht hat, gerade in diesem Jahr in dem Bereich Space Situational Awareness auf der europäischen Ebene. Und das sind halt Sachen, wo man sieht, dass wir es ernst meinen, auch wenn es bei vielen ankommt wie, naja, Weltraum läuft so nebenbei mit, aber es sind halt einfach Sachen tatsächlich zu sehen. Und was Sie gerade sagten, Herr Gerdes, wir haben ja aktuell das Legal Subcommittee von UN-COPUS in Wien tagen. Auch das ist natürlich ein Gremium, von dem man mehr Biss erwartet. So, herzlichen Dank für meine zweite Runde. Andreas, zurück zu dir. Genau, und mit Blick auf die Uhr, wir müssen, glaube ich, bald zum Ende kommen. Jetzt schaue ich nochmal unsere Teilnehmer an und schaue, ob sie noch 2 Minuten jeweils aufbringen wollen und können für ein vielleicht völlig offenes letztes Statement, was wir ihnen sozusagen offen lassen, was sie sagen möchten, vielleicht auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade gehört haben. Und ich würde folgende Reihenfolge vorschlagen, Herr Gerdes, Herr Huben, Herr Janicek und Herr Wilsch. Und das wäre dann sozusagen unsere Schlussrunde. Herr Gerdes, haben Sie eine abschließende Bemerkung, die Sie uns und vor allem den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben wollen? Ja, ich glaube, dass die Luft- und Raumfahrt eine große Chance für uns alle ist, nicht nur für Deutschland und für Europa, sondern für die ganze Welt. Ich habe ja schon einige Dinge und meine Mitdiskutanten ja auch einige Dinge genannt, die eben über den Weltraum gesteuert werden, die dort entwickelt worden sind, wo die Chancen sind, die wir vielleicht heute noch gar nicht sehen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir jenseits von Parteigrenzen und jenseits von ideologischen Dingen, die wir vielleicht überall dann auch über unsere Parteien gesteuert oder auch gesagt bekommen, weiter an dem Thema sind, konstruktiv miteinander wie in der Vergangenheit arbeiten, um eben die Chancen der Luft- und Raumfahrt, insbesondere der Raumfahrt, dann hier in Deutschland und international dann auch nutzen können. Als deutscher Politiker ist mir klar, dass ich natürlich Deutschland dann erstmal mit im Vordergrund sehe. Aber ich glaube, gerade die Luft- und Raumfahrt ist eine Chance, die wir international mehr spielen müssen und mehr Akzeptanz dafür bekommen müssen. Und dann nochmal das, was ich auch eingangs gesagt habe, die zivile Nutzung, die müsste mehr aus meiner Sicht gespielt werden, mehr im Vordergrund stehen. Dann hat man auch weniger Vorbehalte, wenn es dann um Finanzierung geht, weil jeder immer nur glaubt, das geht nur um die reine militärische Nutzung. Nein, das ist es nicht. Und deswegen herzlichen Dank auch für diese Diskussionsrunden, so wie wir sie heute hier geführt haben. Ich danke Ihnen, Herr Gerdes, für die Teilnahme, für Ihr Schlussstatement. Herr Huben. Ich glaube, wir haben gelernt, dass wir besser leben auf der Erde,
wenn wir die Chancen des Weltraums nutzen. Und die Probleme, die wir heute angesprochen haben, sind meiner Meinung nach lösbar, wenn wir A, in Deutschland selbst das Thema deutlicher formulieren, Herr Gerdes hat es ja angesprochen, wenn wir B, die europäischen Bedingungen verbessern und mit unseren europäischen Partnern uns weiterentwickeln und dass wir C, und das ist der Weltraum am Ende ja auch immer gewesen, er ist am Ende ja auch immer eine Art Friedensprojekt gewesen, denn die gemeinsamen Stationen zwischen den Europäern, den USA und Russlands sind in gewisser Weise ja auch ein Vorbild vielleicht, dass man, wenn man auf die Erde schaut, die Dinge etwas anders betrachten kann, als wenn man auf der Erde steht. Herzlichen Dank. Herr Janicek. Ja, die Raumfahrt war ja in den vergangenen Jahrzehnten ein Beispiel internationaler Zusammenarbeit, auch in schwierigen Zeiten des Kalten Krieges, auch mit der hohen Spannungen mit Russland und den USA und auch China. Also etwas, was ja auch vom symbolischen Wert ist, in die Zukunft hoffentlich zu retten und auszubauen. Und Europa ist da natürlich die Antwort, um international mitzuspielen. Deswegen sehe ich da schon unsere Rolle auch da im Konzert, die Mittel so zu erhöhen im zivilen Bereich. Militärisch will ich gar nicht ausschließen, dass wir da auch Fähigkeiten brauchen. Aber ich glaube, die Begründung muss sein, der zivile Nutzen der Raumfahrt, der muss sichtbar werden in Richtung Klimaschutz und anderer Geschäftsmodelle, die auch uns auf der Erde nutzen, gleichzeitig natürlich die Faszination der Forschung, auch neue Teleskope, die im Weltraum vielleicht auch ganz neue Optionen möglich machen, bis hin zur Erforschung vielleicht mal des ersten Kontakts, den wir irgendwann mal finden werden. Rein mathematisch gesehen ist das ja ziemlich wahrscheinlich, dass es den geben könnte. Also, ich habe da eine Euphorie prinzipiell dabei. Politik heißt aber natürlich am Ende auch Kompromisse finden, Begeisterung finden und eben, was den New Space angeht, zu sagen, die neue Ideen reingehen, die dürfen nicht an der Wand sozusagen der alten Ideen abprallen, sondern die müssen da einen Raum finden, dass man da Zusammenarbeit findet. In diesem Sinne schließe ich mich dem Statement meiner beiden Vorredner an. Dankeschön. Dankeschön, Herr Janicek. Herr Wilsch, Ihr Schlussstatement. Ja, lassen Sie mich vorab eins sagen. Wir haben ja unsere Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt und Michael Gerdes, also auch Dieter Janicek, sind da stellvertretende Vorsitzende. Ich bin Vorsitzender von der FDP, ist einer, der mehr von der Luftfahrt herkommt. Aber Herr Huben ist auch häufig. Genau, der Huben ist auch häufig bei unseren Veranstaltungen. Und ich glaube, dass wir schon so einen gemeinsamen Spirit haben, als diejenigen, die sagen wir, ein Herz für Luft- und Raumfahrtfragen haben und die da eine Offenheit haben. Insofern ist das, will ich es ausdrücklich mal vor die Klammer stellen, das ist ein Aspekt, wo wir wirklich über die Fraktionsgrenzen hinweg gut zusammenarbeiten. Ich will mit Blick auf die Zukunft auch nochmal unterstreichen, es ist ja nicht nur Soyuz Apollo gewesen, ich habe selbst den Alex Gerst begleitet, als wir 14, also das erste Mal 2014 hoch. Es hatte gerade kurz vorher hatte Russland die Ukraine besetzt, also einen Krieg da geführt und die Krim besetzt und weiter gezündelt in der Ostukraine, wie es ja bis heute läuft. Und da habe ich schon so ein bisschen die Luft angehalten, als wir dann von Moskau aus nach Baikonur geflogen sind. Ich dachte, wie wird denn das jetzt ausgehen? Russe, Alexis Gerst und Ami sind zusammen hochgeschossen worden. Ne? Und es hat trotzdem geklappt. Da ist ein bisschen geklimpert worden vor den Fassaden, aber in der Wirklichkeit hat's funktioniert, das Zusammenspiel. Und das ist wirklich ein Projekt der Menschheit, die Raumfahrt. Umso wichtiger ist es, dass wir, wenn wir Regeln setzen wollen, und da führt, glaube ich, wirklich kein Weg dran vorbei, in Betracht ziehen müssen, dass die militärische und Sicherheitskomponente einfach nicht wegzudenken ist dabei, angesichts all dessen, was es für kritische Infrastruktur und so weiter bedeutet. Und dass wir in absehbarer Zeit zu einer UN-gestützten Enforcement-Einheit oder sowas kommen könnten, die was durchsetzen im All, halte ich für abwegig. Deshalb muss man einen Konsens finden auf einer Ebene, wo möglichst viele bereit sind, die relevant sind, mitzugehen. Und das wird eine wichtige Aufgabe und schwierige Aufgabe bleiben. Aber da dürfen wir nicht als die Welterklärer und Welterzieher
auftreten als Deutsche. Das machen nicht mal die Franzosen mit, wenn wir das so machen. Und deshalb rate ich da bei allem Stolz auf eigene deutsche Leistungen immer zur Zurückhaltung. Es gibt viele, die mögen das nicht, wenn wir ihnen erklären, wie die Welt funktioniert. Deshalb sollten wir lieber mehr sein, als wir scheinen. Und das ist bei dem Thema, glaube ich, ganz wichtig für internationale Zusammenarbeit. Soweit von mir. Ich werde weiterhin dafür kämpfen, dass wir eine möglichst hohe Sichtbarkeit auch im All haben. Nicht als Union jetzt, sondern als Deutsche. Sehr gut. Herzlichen Dank an Sie vier, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Haben wir festgestellt, glaube ich, Sie sind zugeschaltet aus Ihren Heimatwahlkreisen von zu Hause aus. Ich habe von Herrn Huben schon gelernt, dass Sie trotzdem parlamentarisch tätig sind und zum Teil auch gemeinsam schon in Videokonferenzen gesessen haben. Von Klaus-Peter Wilsch wissen wir, er fährt gerade durch eine gut digital ausgebaute Gegend mit einer guten Infrastruktur. Das heißt, wir haben ihn sehen können, wir haben ihn hören können. Das war sehr gut. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich denke, bei all dem Konsens, den Sie am Ende natürlich zeigen, man merkt ja auch, dass Ihnen das Thema Raumfahrt oder die Luft- und Raumfahrt am Herzen liegt. Glaube ich, haben wir trotzdem raushören können, wo sich in Nuancen Ihre Positionen und die Positionen Ihrer Parteien vielleicht dann doch unterscheiden. Ich hoffe, dass das auch Gewinn bringt für unsere Zuschauerinnen und Zuhörer war. Wir müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen nochmal. Klaus-Peter Wilsch, Rainer Huben, Dieter Janicek und Michael Gerdes. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem jetzt noch anstehenden Wahlkampf. Ich kann mir vorstellen, die nächsten, ja, was ist das, knapp 4,5 Wochen sind bestimmt noch an, nee, 4 Wochen ist gar nicht, 3,5. Dreieinhalb, richtig. 3,5 Wochen sind bestimmt anstrengend. Trotzdem, ne, ganz neutral, viel Erfolg. Und unseren Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen legen wir natürlich ans Herz, gehen Sie wählen, geht wählen. Geht wirklich wählen, es ist wichtig. Und für unsere nächsten spannenden Spacewatch Global Events gebe ich zurück an Chiara, unsere Event-Koordinatorin. Und genau, Chiara, bitteschön. Vielen, vielen Dank, Andreas, und vielen Dank an alle Teilnehmer für dieses wirklich interessante Gespräch. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Genau, wir haben schon morgen ein nächstes Event. Am 2. September, also morgen um 4 Uhr nachmittags, gibt es unser Space Café Scotland von Angela Matisse zum Thema Möglichkeiten im All für alle. Und dann einen Tag später, am Freitag um 4 Uhr nachmittags, gibt es unser nächstes Space Café Russia von Elina Morozova zum Thema Weltraum, Tourismus und das ist natürlich in russischer Sprache. Dann nächste Woche Dienstag, der 7. September um 4 Uhr nachmittags haben wir unser 33 Minutes with Niels Eldring und René Olli zum Thema Weltraum, Bildung und interessanten Projekten. Und dann am 10. September haben wir unser Space Café Australia von Annie Hanmeer, die mit Vienna Tran zum Thema Weltraummedizin spricht, was auch sehr interessant sein wird. Und am 14. September, auch wieder um 4 Uhr nachmittags, haben wir unser 33 Minutes with Lukasz Wilczynski zum Thema der European Rover Challenge. Alle unsere Events sind wie immer auf Eventbrite. Und wir freuen uns sehr auf eure Anmerkungen, Anregungen und Meinungen. Also nehmt bitte via Twitter, Facebook oder LinkedIn Kontakt mit uns auf. Besucht uns wieder auf Spacewatch Global, abonniert unser Newsletter, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und nun zurück zu dir, Andreas, for some famous last words. Famous last words. Vielen Dank fürs Dabeisein. All unseren Teilnehmern, auch unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, Zuschauern, Zuhörern. Danke an die Teilnehmer für das tolle Gespräch. Bleiben Sie gesund. Viel Erfolg weiterhin. Bleiben Sie uns gewogen. Und wie Thorsten immer so schön sagt, don't forget to become a space watcher. Tschüss.